Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Mafia 2. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Oleksau und wir übergeben jetzt das Geld dem kleinen, großen, dicken, fetten Bruno. Nicht den Bären, sondern den Asiaten oder was auch immer das für ein Landstyp das ist. Und ja, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall tun, denn dann haben wir endlich ein Problem weniger. Und ja, schauen wir mal rein. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar Komplikationen. Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt. Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito, wie noch? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Ich kannte mal einen Scaletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest. Klar, sicher. Puh. Gott sei Dank ist das über die Bühne. Gott sei Dank. So, was passiert jetzt? Kapitel 15. Aha. Kapitel 50. Per Aspera ad Astra. Keine Ahnung. Ich kenne nur den Opel Astra. Ja, schau. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ja. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Mit Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Das wird noch lustiger, glaube ich. Oh je, wieder das Telefon. Ich liebe es, wenn Telefone klingeln. Besonders dieses Telefon. Ja, hallo? Vito? Hier, Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Ich gehe trotzdem bewaffnet hin. Okay, Klamotten. Klamotten. Kopfanzug. Na, immer dieses Fenster. Nicola. Schluck, Schluck, Specht. Und los geht's. Es regnet. Was ist jetzt?
Wir gehen doch nicht zu Fuß. Achso. Würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Und Sie sind... Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier, Leo? Worum geht's? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, hm? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chus Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Hörst zu. Wär ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache, daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chus Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Oha. 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 Okay. Oha. Es spitzt sich zu. Definitiv. Es könnte sogar langsam in Richtung Ende gehen. Zumindest fühlt sich das so ein bisschen an. Schnell, 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 schnell. Das ist mein Auto. Was habt ihr denn? Okay, wir müssen so weit da hochfahren. Ja, dann fahren wir halt mal da hoch. Durch die Stadt oder über die Autobahn? Na, über die Stadt. Das passt schon. Okay. Ja, ich würde sagen, während ich da hochfahre, machen wir hier einen kleinen Stopp. Und wir sehen uns dann oben bei dem Planetarium, war das, oder? Ja, ich glaube, das war das. Und ja, bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Wir sind am Planetarium. Wenn es das Planetarium ist. Ich glaube schon. Davon haben sie doch gesprochen, denke ich. Ja, ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wir haben auf jeden Fall genug Munition und Waffen dabei. Mal schnell hier laden. Oh, schade, unsere Magnum nicht mehr so viel Munition. So, wir gehen erstmal unbewaffnet dorthin. Ich hoffe ja immer noch auf einen kleinen Frieden. Und wenn ich natürlich gleich mit einer Pumpgun oder was auch immer da in die Tür reinspringe, ist das, glaube ich, nicht besonders vernünftig. Es pisst ohne Ende. Perfekte Wetter für ein Endszenario. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Na? Oh. War klar, bedien dich. Nimm ruhig. Bum, bum, bum. So mache ich das auch immer. Ah!
Ah, ich glaube, da brauchen wir was Schnelleres. Für den da oben. Ist das hier nicht schlecht? Geil, mit dem Donner geschossen. So. Hä? Da ist ja noch einer. Hä, wo kommt die denn her? Ich habe ein paar sehr nette Argumente für dich. Okay, was ist passiert? Wow! Das war ein krasser Hinterhalt. Da muss ich echt aufpassen. Stehen also manchmal hinter den Ecken. Ich kann einen Fuß sehen. Du Idiot. Mann, seid ihr dumm. Oh, Wahnsinn. Was ist mit denen los? Die waren auch mal schlauer. Naja gut, die Schlauen sind wahrscheinlich schon tot. Guck, guck, ich bin hier. Wo ist mein Frühstück? Ich kann einen Fuß sehen. Scheiße. Scheiße, ich sterbe. Hä? Der ist gerade von der Decke runtergefallen. Oh, Granaten. Sehr gut. Ach, der hat mit Granaten geworfen. Und wahrscheinlich ist die Granate irgendwo hängen geblieben und deswegen ist er von der Decke gefallen, weil er da oben stand. Tja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Wow! Die werfen hier mit Granaten? Die explodieren aber schnell, die Granaten. Ich treffe die nicht. Zeig dich, Bitch. Los, ich blase dir dein Hirn raus. Davon bin ich überzeugt. Nein, ich bin tot. Ich wurde getötet. Scheiße. Wo war denn der Checkpoint? Ich habe nicht aufgepasst. Aha, ganz am Anfang. Sehr schön. Da müssen wir durch. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu schließen. Nicht diesmal. Diesmal nicht.
Das Gute ist, jetzt weiß ich, wo die stehen. Weißt du, wer wichtig ist? Ah! Ich war gerade am Nachladen. Mein Fehler. Da schau an, da steht einer. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Gegner erscheinen einfach aus dem Nichts. Das ist schon ein bisschen scheiße gemacht. Also da stand doch gerade gar keiner und jetzt steht da einer plötzlich. Idiot. Nächster, bitte. Später vielleicht. Treff halt mal. Ha, Volltreffer. Coole Sache. Es läuft. Der Penner hat mich vorhin auch übrigens getötet. Das war der. Es war nur gerecht, dass ich ihn mit einer Granate wegspringe. Aber das war mein Fehler, weil ich genau hier stand und ja, aus der Deckung raus bin, um die da hinten zu töten. Naja. So. Gehen wir rein. Sesam, öffne dich, bitte. Ich mag mal kurz nach oben gehen. Vielleicht liegt da ja was Interessantes. Nein, hier liegt nichts Interessantes, aber das Interessante habe ich gerade gesehen. Für die Leute, die unter 18 sind oder unter 16 sollten wegschauen. Oh mein Gott. Und wieder weg. Schießen die von oben oder von unten? Da ist einer schon tot. Wieso ist der schon tot? Ach, der ist bestimmt der dritte runtergerutscht. Ey, den treffe ich voll in dem Schädel. Onkel John ist hingefallen. Mein Gott, habe ich viel auf dem Gewissen. Fühlt sich gut an. So. Was haben wir denn hier? Aha. Ach, das ist ja ein Museum, stimmt ja. Vielleicht sollte man dann hier nicht alles kaputt machen. Mal gucken. Don't touch.
Also, ich persönlich berühre es nicht. Ich habe es nur mit einer Kugel berührt. Also, ich war es nicht. Zeig das Vögelchen. Oh. Hoffentlich lieber nicht zu nah hin. Scheiße, du Arsch! Du willst mich töten, scheiße. Oh, der war robust. Hey, der lebt ja immer noch. Ne, jetzt nicht mehr. Oh, wir sind am Ende. Wir treten hier jetzt durch die Tür und ich vermute mal, dass wir dann den netten Herrn begegnen werden, den wir töten sollen. Vielleicht. Ah, da ist er ja. Wer kommt denn da? Oh, schick. Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Carlo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Ja, geil. Gib mir Deckung, Vito. Okay, Kumpel. Es ist vorbei. Oh, ich liebe meinen Joe. Ich wusste, auf den kann ich mich verlassen. Mehr kannst du nicht. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Bin stolz auf mich. Da hinten ist noch einer, Joe. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Doch, kann ich. Aua, 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 aua. Joe, hilf mir. Joe, ich hab ihn getötet. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du krepierst. Ich brauche eine bessere Deckung. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ich brauche eine andere Waffe, die schneller ist. Wir sind nur zu zweit. Diese scheiß Sitze. Oh, das ist gut hier. Nächster. Bin wieder da. Servus, Joe. Irgendwo da hinten, oder? Mal nachladen. Meistens zeigen sie sich dann. Ich geh mal vorsichtig hin. Boah! Armschwein! Das hat mir gefehlt! Wie damals während der Prohibition! Mann, du schießt ja beschissen. Boah, ist der robust. Mann, das war echt klasse. Geschafft, er ist tot. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie.
Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß! Auf! Scheiß Wichser! Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Na, wegen $5. Super. Ja, wir überziehen jetzt ein bisschen. Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Oh. Okay, das ist das große Geheimnis. Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Was machen die jetzt mit Joe? Töten oder was? Ha! Tja, das war's dann. Keine Ahnung, was da jetzt los ist, was mit Joe los ist, was die jetzt mit Joe machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht erfährt man ja was im dritten Teil davon. Aber das glaube ich nicht so ganz, da das ja dann in der späteren Zeit spielt. Ja, vielleicht sieht man ihn wieder. Wer weiß das schon so genau. Ja, cooles Spiel. Oh, hat mir das wieder Spaß gemacht. Das gibt's nicht. Ich liebe solche Spiele. Ja, was werden wir danach spielen? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Es gibt ja irgendwie DLCs davon. Die werde ich mir mal angucken. Mal gucken, ob die irgendwie Sinn machen zu spielen. Aber ich denke schon, ein auf jeden Fall, das ist mit Joe. Das spielt zwischen der Geschichte von der Hauptstory. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man im Gefängnis ist. Und da sieht man, was Joe in der Zeit macht. Man ist ja eine längere Zeit im Gefängnis. Ich denke, das ist eigentlich ziemlich interessant, was wir noch spielen könnten. Und dann hoffe ich eigentlich dass Mafia 3 bald rauskommt. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir derweil dann zocken. Ja. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die ganzen Folgen gefallen, nicht nur diese Folge jetzt hier. Und ich bedanke mich vielmals. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut euch auch die anderen Folgen an, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Und über Abonnenten würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja. Viel Spaß mit dem Abspann. Ciao, ciao.